Aufgewacht. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trains in World 3. Der Danny spielt das. Wir werden heute einen Zug in Betrieb nehmen und diesen am Hauptbahnhof bereitstellen. Willkommen in Fintrop. Jeden Morgen müssen alle Züge vorbereitet und in Betrieb genommen werden. Ja, und das ist heute unsere Aufgabe. Ihr Zug befindet sich auf dem Rangierbahnhof jenseits des Bahnhofs. Denken Sie daran, dass diese Strecke in Betrieb ist. Seien Sie sich Ihrer Umgebung stets bewusst. Ja, und damit beginnt das Ganze. Wir werden uns mal zu unserem Zug begeben und laufen wir mal die Treppe runter. So, bleiben erstmal auf dieser Seite, würde ich sagen. Weil ihr seht, da fährt ein Güterzug. Da wollen wir nicht drunter kommen. Wunderschön. So, bleiben wir mal schön abseits der Gleise. Weil ihr seht, es wird auch immer enger. So. Schauen erstmal, von hinten kommt nichts. Von vorne kommt nichts, da können wir hier weiterlaufen. Um sich in Bewegung zu setzen, müssen Sie die Lok und den Steuerwagen an beiden Enden des Zuges aktivieren. Ja, das werden wir jetzt tun. Gehen erstmal nach vorne zur Lok. Eine BR 143, würde ich mal sagen, ist das. Sag ich jetzt einfach mal. So. Nehmen die Tür zu, dann gehen wir hier hin. Während da die Kirchenglocken läuten. So. Dann wollen wir mal hier die Batterie überhaupt erstmal aktivieren. So. Das ist der Stromabnehmer, den sollen wir auf Eck stellen. So. Damit hätten wir das erledigt. Da müssen wir noch nach vorne in die Führerkabine. Und zwar müssen wir hier den Richtungswender auf rückwärts stellen. So. Ach, haben wir doch. Das wird jetzt nicht aktiv. Also müssen wir uns hinsetzen. Ernsthaft. 6 Bar anzeigt, so. Ich dachte, das könnte man jetzt mal eben so im Stehen erledigen, aber anscheinend geht das wirklich nur. Oder erkennt er das nur, wenn wir wirklich in den Sitz sitzen? Na gut, dann ist das halt so. Müssen ja sowieso gleich wechseln. So, da hat er jetzt gleich die 6 Bar erreicht. Haben wir das auch erledigt? So. 1 Meter, jetzt sollen wir den Stromabnehmer aufheben. Müssen wir uns wieder hinsetzen, sonst ne, das gleiche Problem, ihr kennt das. Und zwar den aufheben und MBC auf geschlossen. So, stellen Sie die Fahrerbremse auf volle Leistung. Dann machen wir das. Und auch noch die Bremsprobe hier zum Tragen. Auf Lösen. So, das haben wir auch erledigt. Sind aber noch nicht fertig. Sollen wir den wieder auf Neutral stellen? So, das haben wir auch erledigt. Stellen Sie die Fahrerbremse auf Aus. Da. Noch nicht fertig. Stellen Sie Spitzensignal auf Fecklichter. Macht Sinn. Rot und rot. Lösen Sie die Handbremse. Auch das haben wir erledigt. So, klettern Sie hinunter und begeben Sie sich zum Steuerwagen. Ja, das werden wir tun. Wir sind hier in der Lokomotive, haben wir dann alles erledigt. Machen wir wieder die Tür zu. Und
können hier nicht runter, weil wir sonst überfahren werden. So, es wird wohl keiner nachkommen. Das wäre jetzt komisch. Dann machen wir die Tür zu. Beziehungsweise springen runter. Tür haben wir zu. Wunderbar. Dann ab zum Steuerwagen. Ihr seht, es ist einiges an Vorbereitung. Bis man mal hier so einen Zug aufgerüstet hat. Beziehungsweise an den Bahnhof gesetzt hat und in Betrieb genommen hat. So, springen hier rein. Machen die Tür wieder zu. So. Hier rein. Tür zu. Und setzen hier. Sollen überhaupt erstmal die Batterie einschalten? Das ist nicht hier. Scheint. Oder doch, da. Ich war jetzt. Hab's verdeckt gehabt. So, dann schauen wir mal. Auf ein. Dann sollen wir die Spitzensignale logischerweise auf weiß stellen. Beziehungsweise auf Spitzensignale. Dann sollen wir den Fahrtrichtungswender auf vorwärts stellen. Das machen wir vom Sitz aus. So. Vorwärts. Jetzt erkennt er das wieder nicht. Ah. Das ist doch, als hat das erkannt. So, jetzt sollen wir jetzt hier auf einstellen. So. Die sollen wir volle Leistung stellen. Natürlich Bremsprobe, ist ganz klar. Lösen. So, dann sollen wir den Stromabnehmer auf Heben stellen. Und das auf Schließen. Scheint alles in Ordnung zu sein. Es kann losgehen. Sie werden auf Bahnsteig 3 geleitet. Ja, werden wir das tun. Zuvor haben wir natürlich hier noch auch bei dieser Fahrt Zugsicherungssysteme einzuschalten. Und zwar PCB ein. Das haben wir. Und die Versicherung ein. So, dann kann es losgehen. Wir lösen die Bremsen. Und dann geht's los. So. Jetzt natürlich hier noch Wagenbeleuchtung und das lassen wir. Befreiung nicht möglich. Das war mir klar. Das heißt, wir müssen hier gleich. So. Wir haben erstmal unter 40. Bleiben Sie unter 0. Was soll denn das für ein Blödsinn? SIFA? So, und da sind wir schon. Ach, jetzt. Aha. So, öffnen Sie die Türen auf der linken Seite. Ausgezeichnet, diese Schicht wäre erledigt. Vielen Dank. Ja, hätte ich die PCB mal nicht eingeschaltet, aber egal. Wir haben die Aufgabe soweit erledigt. Steigen Sie aus, um diese Aufgabe zu erfüllen. Ja, das tun wir. Überhaupt rauskommen hier. Naja. Und dann war's das mit diesem kleinen Szenario. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr hört mich dann im nächsten Video wieder in ein paar Tagen, weil wie gesagt, morgen bin ich in Berlin. Und ich freue mich da mega drauf. Bis dahin, macht's gut. Ciao, servus und tschüss. Euer Danny Spieters. Haut rein. Bye, bye. Und tschüss.